Entfremdung der Kinder von einem Elternteil kann eine ganz starke psychische Belastung darstellen für die Kinder sowie auch für das Elternteil, dem die Kinder entzogen worden sind. Ist das Kindeswohl gefährdet? Es ist klar, dass natürlich sich erst um die Gesundheit der Kinder gekümmert wird. Aber wir werden heute eine Geschichte zeigen und darstellen, eine Geschichte, die im wahren Leben wirklich passiert ist, wo wir sehen, was hinter vier Wänden oft passiert. Was geschieht hinter vier Wänden, wenn die Türe geschlossen ist? Wo viele Menschen nicht sehen können, was sie erleben. Blaue Flecken auf dem Körper sind sichtbar, aber blaue Flecken auf der Seele sind nicht sichtbar. Wir entführen euch heute in einen Raum, in eine Geschichte, wo Entfremdung eines Kindes von einer Mutter gezeigt wird. Ich nehme euch jetzt mit in diese Szene, in diese Geschichte. Und ihr dürft gerne aufmerksam zuschauen und erleben, was die Folgen sind. So, guten Morgen, Frau Garcia. Wie geht's Ihnen heute? Morgen. Ist meine Tochter da? Nein. Nein. Ja, sie ist in der Schule. Sie müsste in der Schule sein und sie kommt bestimmt später. Ich habe heute Brot für sie gebacken. Sie liebt es, wenn ich ausgemachte Brot backe. Das ist für ihr Jause. Nun, für ihr Jause. Und sie. Frau Garcia. Sie lieben mich. Sie lieben mich sehr. Sie lieben mich sehr. Und hier ist die. Die erste Schnülle von Luna. Hier. Die erste. Jetzt, schau mal. Und von meiner Tochter. Als ich jung war, haben mir alle Ärzte gesagt, das werde ich nie schwanger sein. Nee. Aber ein Tag, ich war auf dem Bett und sah ich, Ich bin schwanger. Es ist ein Mensch. Sie heißt Luna. Schau mal, sie hat für mich gemacht. Mami. Und? Sie muss eine Entscheidung zwischen ich und meine Tochter, meine Baby. Zuerst bitte. Und ich kann mich in die Momente erinnern. Ich habe nun gestillt. Es war sehr stark in meine Brust zu zaugen. Ich habe meine Sache. Frau Garcia, beruhigen Sie sich doch. Frau Garcia. Alles wird gut. Ich kann nicht. Ich
Ich kann mich in dem Moment erinnern. Mein Lebewein. Kraft. In meine Brust zu saugen. Und ich habe in die Augen meine Tod gesehen, was ich habe gesagt. Ich liebe dich. Frau Garcia, hören Sie zu. Alles wird gut. Wir kommen gleich wieder zu Ihnen. Wir sind für Sie da. Einen Moment. Sie müssen kurz warten. Nein, ich bin nur da. Frau Garcia, wir sind gleich wieder für Sie da. Ja? Einen Moment. Ja? Wir kommen gleich wieder. Nun, beruhigen Sie sich, Frau Garcia. Kindergarten. Sie sind Kindergarten. Foi uma alegria. Eu curava suas dores de barriga com minhas mãos e minha energia. Levo dentro de mim seu sorriso que me alegra a vida e que deixa sair alguma lagriminha intrometida. Quilômetros nos separam, mas um amor infinito nos une. De mim, parte da minha alma, saber que você existe me faz feliz e calma. E quando nos encontrarmos, te darei todos os abraços, guardados, carinhos apertados, momentos bem humorados. Te amo hoje e sempre, e a cada segundo. Lua, lua linda, lua bela, Luana. Lua, lua linda, lua bela, Luana. Tudo bem, é só saudade. Tudo bem, é só saudade. Es ist so, die Tochter, Luna, die ist bereits 50 Jahre alt. Und beide, Mutter und Tochter, sind Opfer elterlicher Entfremdung. Was ist das? Schau, Lunas Vater ist nach der Scheidung mit seiner Geliebten zusammengezogen. Sie haben dann auch geheiratet und Luna ist bei den beiden aufgewachsen. Sukzessive hat der Vater dann begonnen, das Kind zu manipulieren. Alle Informationen, die Luna jemals über ihre Mutter bekam, bekam sie vom Vater oder von seiner neuen Frau. Das muss wie Gehirnwäsche gewesen sein, denn Luna wurde regelrecht gegen ihre Mutter aufgehetzt. Frau Garcia konnte nichts dagegen tun. Sie konnte sich nicht rechtfertigen und auch nie etwas klarstellen oder sich verteidigen. Und Luna wuchs, was die Mutter betrifft, in einem Meer von Lügen auf. Das ist schrecklich. Ja, das ist furchtbar. Bleib da, hol dir Hilfe! Hör auf der Ammann!
Mein Vater sagte, dass du ein Psychopath bist und das bist du. Flieg doch auf eine einsame Insel und bleib da. Vermissen wird dich niemand. Ich hasse dich. Bohre ich dich peinlich, dass ich mit dir verwandt bin. Du bist ein Monster, ich will dich nie wieder sehen. Ich hasse dich. Du bist ein verdammtes Miststück. Glaub ja nicht, dass ich irgendwann zu dir zurückkomme. Lieber sterbe ich. Halt die Fresse, du scheiß Missgeburt. Ich hasse dich. Und wenn du noch einmal in die Schule kommst, bringe ich dich um. Du scheiß Miststück. Immer wenn ich in den Spiegel sehe, denke ich mir, warum muss genau ich mit so einem verschissenen Dreckstück verwandt sein? Ich tue alles. Du hast es versaut. Mein Vater sagte, dass du ein Psychopath bist und das bist du. Ich brauche dich nicht. Du bist nicht meine Mutter. Kate ist jetzt meine Mutter. Das Geld, das du sendest, reicht nicht aus. Papa sagt, du gehörst nicht mehr zur Familie. Kate hilft uns und hilft dem Papa. Du bist nicht meine Mutter. Liebe Luna, ich bin eine Frau, ich bin eine Mutter, ich bin deine Mutter. Ich bin aus Emotionen, Worten und Farben gemacht. Eine Mutter bringt mich zum Kämpfen und macht mich stark. Ich liebe dich, meine kleine Luna. Meine Liebe, mein Schatz, du bist wie ich auch ein Opfer der Situation geworden. Mach dir keine Sorgen. Ich weiß, was ich alles getan habe, um dich zu sehen, aber, oh mein Gott, aber dein Vater und seine neue Frau haben mich verhindert. Ja, ich habe die beiden vergeben. Ich habe dich immer geliebt. Und ich weiß, dass du keine Schuld hast und dafür nicht verantwortlich bist. Ich liebe dich. Ich liebe dich, meine kleine Luna. Momentos bem humorados.